Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zum Krav Maga Session mit dem Thema Schlag- und Trittabwehr. Wir fangen an mit dem Warm-up. Macht einfach mit. Ja, dann kann ich Musik anmachen.
Dann machen wir weiter nach dem kurzen Warm-up mit der Schrittarbeit. Wir stellen uns auf in die deeskalierende Position und fangen an mit Passgangschlägen. Heißt, gleiche Hand, gleiches Bein, links und rechts. Machen 4, 5 Schritte vor und 4 und 5 Schritte wieder zurück. Ist egal, nach Gefühl. Wichtig hierbei ist, dass Hand und Fuß gleichzeitig sich bewegen. Diagonalgänge heißt rechte Hand, linkes Bein, zieht und danach ziehen die Hand. Also 1, 2. Gleiches Spiel wieder zurück, nur dass ich jetzt die vordere Hand benutze und das hintere Bein geht. 1, 2. Okay, dann wieder vor. Und zurück. Wieder vor. Und zurück. Gut, da haben wir ein bisschen was für die Koordination. Wir fangen erstmal an mit den Knien. Kniestöße, wir ziehen ran im Wechsel. Dann seitlich, mittig, Seite. Jetzt immer die Hand in Richtung Knie. Und jetzt immer beide. Okay, dann Schuhplattern wir, heißt wir fangen an. Außen, innen, außen. Außen, innen, hintenrum. Außen, innen, hintenrum. Außen, innen, hintenrum und jetzt gesprungen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dann die Ferse setzen, immer im Wechsel, kleiner Zwischensprung setzen, Zwischensprung setzen. Dann außen, Mitte, Mitte, außen. Und
auch hier die Hände mitnehmen. Okay, gut. Okay, dann fangen wir mit der ersten Technik an. Ihr schnappt euch am besten die Handbratzen, beziehungsweise wenn ihr keine habt, könnt ihr auch die offenen Hände nehmen oder Boxhandschuhe oder andere Handschuhe. Der Partner stellt sich auf in die deeskalierende Position, Kampfposition, und sobald meine Hand hochgeht, haut ihr eine Führhand. Dazu bewege ich mich nach vorne, mache einen Schritt nach hinten, also ziehe ich. Mache ich einen Schritt nach hinten, geht er einen Schritt nach vorne, nach links, dasselbe wie nach rechts. Sobald die Hand hochgeht, wieder eine Führhand. Bewegung. Dann schlagen wir zwei Führhände, als nächstes. Dann übergeben wir den Partner zum Wechsel. Fangen auch jetzt wieder mit einer Führhand an. Nächste, doppelte Führhand. Gut, dann arbeiten wir weiter mit unserer ersten Technik zum Thema Schlagabwehr. Abwehr heißt nicht immer, dass ich irgendwie groß parieren muss, sondern Abwehr ist einfach auch aus der Distanz rausgehen, wenn ich die Möglichkeit habe und einen Freiraum habe. Heißt, ein Schritt nach hinten ist oftmals die bessere Entscheidung, wie einen Block oder reinzugehen. Weil denkt daran, ihr habt draußen keine Handschuhe und das ganze Gesicht oder den ganzen Körper abdecken ist nicht gerade möglich. Zu 100% die ganze Zeit.
Heißt, wir arbeiten jetzt folgendermaßen, wir stellen uns gegenüber in die Kampfposition, in der normalen Schlagdistanz und der Partner schlägt jetzt eine Führhand und macht dabei einen Schritt auf mich zu. Dazu mache ich einen Schritt nach hinten raus. Wichtig ist dabei, dass ich hier den Schritt übers hintere Bein anfange und das vordere Bein nachziehe. Nicht über Kreuz gehen, weil sonst gelange ich in Rücklage und außer Balance. Also, jetzt komme ich hau die Führhand und zurück und wieder wechseln. Wichtig hierbei ist, wenn der Partner die Führhand haut, nicht in Rücklage zu gehen, sondern ich lasse das Gewicht mit dem Oberkörper leicht nach vorne gebeugt und arbeite nur mit den Beinen. Raus und wieder rein. Raus und wieder rein. Okay, jetzt schlagen wir zwei Hände. Wichtig dabei ist jetzt, wenn ihr die Übung macht, was oft der Fall ist, dass ich nicht, dass ich versuche, meinen Partner auch zu treffen. Zu treffen heißt nicht, ihn zu schädigen, sondern ich nehme deswegen auch die offene Hand immer Richtung Kopf zu hauen, so dass er merkt, okay, vielleicht habe ich den Schritt nicht richtig rausgemacht und ich habe doch einen Kontakt. Dann muss ich mir ein bisschen größeren Schritt machen oder ich mache einen viel zu weiten Schritt. Optimalerweise ende ich mit meinem Schritt so, was die Hand hier endet, weil hier habe ich die besten Möglichkeiten zum Kontern und zum Flüchten. Genau. Jetzt arbeiten wir mit zwei Schlägen. Heißt der Partner macht links, links, links. Eins, zwei. Jetzt ich zwei. Eins, zwei. Eins, zwei. Nochmal zum Körper. Oder eine links-rechts. Schlagabwehrige Geradenschläge. Wichtig ist jetzt, der Partner haut jetzt links und rechts gerade, auch zur Mitte, also er möchte zum Kopf treffen, das ist ganz wichtig. Hierbei ist wichtig, wenn ich block, ich verwende immer die gleiche Seite der Schlaghand vom Gegner. Heißt, schläge er die Führhand, blocke ich mit der rechten, schläge jetzt hier die Schlaghand, die linke. Dabei ist wichtig, dass ich nicht zu weit nach unten wische, heißt, haut er die Führhand, nicht das zu machen, sondern es reicht eine minimalere Bewegung. Und den Oberkörper auf die Seite zu bewegen. Eins, zwei, hier. Okay, das machen wir jetzt auch in der Bewegung. Heißt, wir gehen jetzt zurück, weil wenn ich Platz nach hinten habe, nehme ich so Härte aus dem Schlag. Heißt, er haut. Eins, zwei. Dann hau ich. Eins, zwei. Der wieder. Bum, bum. Dann ich. Bum, bum. Wichtig hierbei ist, dass ihr auf jeden Fall nicht diagonal blockt. Heißt, wenn die linke Hand kommt, diagonal runter zu blocken. Warum? Ich bin offen.
für die rechte. Okay, deswegen immer die gleiche Seite. Gut, als nächste Technik gehen wir an die Außenabwehr, heißt den klassischen Schwinger. Wichtig hier bei der Arbeit mit der 360-Grad-Abwehr. 360-Grad-Abwehr hat folgenden Winkel um die 110 Grad im Arm, nach außen gerichtet. Ich gehe in Richtung des Unterarms, um zu blocken, also nicht in den Oberarm, sondern Unterarm. Boom. Die andere Hand bleibt als Deckung oben, ganz wichtig, nicht die Hand runterziehen. Auf der anderen Seite, Hand zieht zurück und der Schlag kommt, selbe Spiel. Und wieder. Boom. Boom. Auch hierbei kann ich natürlich wieder Schwung aus dem Schlag nehmen, indem ich einen Schritt zur Seite mache. Auf der anderen Seite dasselbe Spiel. Genau. Jetzt immer im Wechsel, einmal der eine, einmal der andere. Um das richtig zu trainieren, ist natürlich wichtig, dass ihr auch hier versucht, euren Partner zu treffen. Zu treffen heißt nicht mit voller Wucht ihn schädigen zu wollen, aber so, dass ich eventuell, falls ihr nicht blockt, trotzdem irgendwie den Kopf steif oder am Kopf treffe. Jetzt habe ich noch die Möglichkeit, natürlich nicht zu warten, bis er ausgeschlagen hat, um zu kontern, sondern ich kann direkt kontern. Das nennt sich Bursting, heißt Gleichzeitigkeit, indem ich den Schlag block, in dem Moment, wo ich Kontakt durch die Außenseite spüre, auf die Innenseite hau. Hierbei ist wichtig, genau, der Partner nimmt den Kopf runter und ich haue hier auf die Stirn. Alternativ habe ich noch die Möglichkeit, auch über einen Tritt zu arbeiten. Ich gehe über den geraden Weg, warum? Der lange Weg braucht viel Zeit, deswegen kurzer, gerader Weg durch die Mitte. Hier bin ich schnell, weil meistens wird nicht nur ein Schlag geschlagen, sondern es kommt noch ein zweiter Schlag, deswegen muss ich schnell sein. Das achten wir jetzt auch. Immer im Wechsel wieder, links und rechts und gleichzeitig Konter. Gut, die nächste Technik für heute ist die Trittabwehr, und zwar geht es um die tiefen Tritte und den Low Kick. Hierbei gibt es verschiedene Varianten, wir zeigen euch jetzt mal zwei. Die erste und einfachste, aber eventuell auch die schmerzhafteste Variante für mich als Verteidigender ist in dem Moment das Nehmen, das sogenannte Nehmen des Kicks. Heißt, der Kick kommt und ich spanne meinen Oberschenkel an und drücke gegen das Bein. Hierbei ist wichtig, dass der Oberschenkelmuskel angespannt ist, das heißt, ich bewege mich hier in einen funktionellen Knick und spanne und lege dieses Gewicht auf das vordere Bein. Wenn ich das nicht mache, trifft er eventuell direkt auf den Knochen. Hierbei ist auch wichtig, jetzt direkt zu kontern, heißt nicht abzuwarten. Zweiter Kick connected, schlage ich hier, drehe mich raus, bewege mich aus der Bahn oder nach hinten weg. Das Ganze wieder auch im Wechsel. Kontermöglichkeiten habt ihr hier zur Mitte, zum Genital. Könnt aber auch Richtung Augen, Haare, alles was greifbar ist, weil ich hier in einer relativ nahen, engen Distanz bin.
Wir arbeiten wieder im Wechsel. Und als nächstes, als zweite Variante, arbeiten wir in der sportlicheren Variante, sportlich in dem Sinne, da die aus dem klassischen Kampfsport kommt, Kickboxen, Thaiboxen. Hierbei bewege ich, sobald der Kick kommt, mein Bein nach oben, die Hand auf der Seite des Blockarmes bewegt sich mit nach oben, damit ich hier die Gefahr vor Finden oder höheren Kicks abdecke und gehe in Richtung das Bein ist wichtig dabei, das Schienbein dient als Leitplanke. Heißt, ich lasse das Bein nicht angewinkelt im 90-Grad-Winkel, sondern winkel es deutlich spitze an, dass das Bein vom Gegner oder gegenüber abrutscht. Wir machen es einmal langsam. Jetzt stehe ich optimal, indem ich vorne absetze, um zu kontern. Hier im Normalfall die links-rechts, kann aber auch ein Hammerfist oder ein Ellenbogen sein. Nochmal. Rechte kommt und wieder weg. Wichtig, lösen, bleibt nicht immer stehen, sondern löst euch. Erst auch wieder ein Wechsel. Heißt, ich bin dann im Treten, der Kick kommt. Okay, wir sind fertig soweit. Jetzt kommt noch kurz ein kleines Abschlussworkout, einen kleinen Drill, dann legen wir nochmal los. Gut, dann machen wir noch einen kleinen Kraftausdauerteil zum Schluss. Wir arbeiten mit drei Übungen, a 60 Sekunden, folgende drei Übungen. Wir haben Schläge, wir haben Ellenbogen und Kniestöße. Griffen oder ohne zu greifen aus der Deckung. Dann fangen wir an mit den Schlägen. Und Kniestöße. Und nochmal Boxen. Sehr gut. Wechsel. Wir machen 30 Sekunden Pause dazwischen. Wichtig ist, dass der Partner die Übungen laut und deutlich vorgibt. Wie oft ihr was schlagen lasst, ist im Prinzip egal. Hauptsache 60 Sekunden durcharbeiten. Geht's gleich wieder los. Vorbereitet. 5 Sekunden. 2, 1, go!
Spaß beim Training. Viel Spaß beim Training und danke fürs Mitmachen.